In Myanmar herrscht eine brutale Militärjunta. 2000 politische Gefangene sitzen in ihren Gefängnissen. Die Europäische Union und die USA haben darum Sanktionen gegen das Land verhängt, um Druck auf die Militärs zu machen. Myanmar ist auch ein Touristenziel. Aber soll man angesichts der Unterdrückung hier tatsächlich in diesem Land Urlaub machen? Ein Reiseerlebnis fast unwirklicher Schönheit. Eine Fahrt mit dem Heißluftballon über Myanmars Pagodenstadt Bagan. Der Ballon gehört einem britischen Reiseveranstalter. Aber indirekt profitiert auch die im Land regierende Militärjunta von den rund 200 Euro, die die Touristen für die Fahrt bezahlen. Bagans Besucherrekord liegt bei 100.000 Reisenden pro Jahr. Andenkenhändler dort entwickeln bemerkenswerte Sprachkenntnisse. Italiener, ciao. Ciao. Spanier, adios. Adios. Sehr gut, sehr schön, sehr billig. Dankeschön. Dankeschön. Überall zwischen den teils 1000 Jahre alten Pagoden bieten Einheimische ihre Lackwaren an. Eine bescheidene, aber nicht unerhebliche Einnahmequelle für die Bevölkerung. Auch die Besitzer der Pferdewagen dort leben ausschließlich vom Tourismus. Nveni kauft die Lackdosen für umgerechnet 40 Cent und bietet sie für einen Dollar an. Vom Handel lebt ihre Familie. Seit Jahren wird in Europa und in den USA debattiert, ob Myanmar-Tourismus moralisch richtig ist oder nicht. Vor allem britische Aktivisten fordern einen totalen Tourismusboykott. Sie berufen sich auf die inhaftierte Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, die 1995 in einem Interview gesagt hatte, eine Reise ins Land bedeutet stillschweigende Duldung der Militärjunta. Die Sule-Pagode in Yangon war 2007 Schauplatz des Mönchsaufstandes gegen die Militärherrschaft. Die Fassaden der Häuser verschimmeln im Tropenklima. Myanmar ist verarmt. Eines der ärmsten Länder der Welt durch die Misswirtschaft der Militärs. Nach der Niederschlagung des Aufstandes verschärfte der Westen erneut einen Handelsboykott von Myanmar, um die Junta zu bestrafen. Die zeigt sich davon nicht beeindruckt. Ein Schiffchen bringt Opfergaben die Pagode hinauf. Die Menschen in Myanmar blieben arm. Im Gebet üben sie sich in Geduld. Der für Tourismus zuständige General zeigt sich gelassen. Unser Tourismusmotto heißt, Myanmar ist ein schönes Land. Wenn Touristen wegen Aung San Suu Kyi wegbleiben, so kann ich daran, sagt er, nichts ändern. Auf dem Großmarkt am Yangon River entfaltet sich der Alltag dieses schwierigen Landes. Auch innerhalb der Opposition in Myanmar wird debattiert, ob die Handelsaktionen nicht vielmehr die einfachen Menschen belasten als die herrschenden Militärs. Viele Textilfabriken mussten wegen des Boykotts schließen. Das brachte noch mehr Arbeitslosigkeit. Boykottkritiker verweisen auf das Beispiel Vietnam. Das ist ebenso eine Diktatur, aber wachsender Austausch und Kontakte mit dem Ausland brachten dort Öffnung und Wandel. Eine Anhängerin von Suu Kyi, obwohl generell für Boykotts, hält Myanmar-Tourismus für eine Chance. Tourismus ist eher gut, sagt sie. Touristen können Informationen zu den Menschen in Myanmar bringen. Stützt Tourismus die Machthaber in Myanmar? Wohl weit weniger, sagen Kritiker, als die Öl- und Erdgasgeschäfte, die westliche Firmen trotz Boykotts mit dem Land betreiben.
Nach der Niederschlagung des Mönchsaufstandes und dem Wirbelsturm Nargis ging die Zahl der Myanmar-Touristen um rund 30% zurück. Diese deutsche Reisegruppe filmten wir vor diesen Ereignissen. Für die Andenkenhändler von Bagan bedeutet der Rückgang weniger Einnahmen und weniger Chancen auf Kontakt zum Ausland. Sehr gut. Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und bye-bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sanktionen, ja oder nein, das ist eine der zentralen Fragen im Umgang des Westens mit Myanmar. Die EU und die USA wollen damit die Generäle zur Demokratisierung zwingen und zur Freilassung von über 2000 politischen Gefangenen. Die prominenteste darunter ist Aung San Suu Kyi, die Oppositionsführerin. In den letzten 20 Jahren stand sie 14 Jahre lang unter Hausarrest. Sie war bislang eine der einflussreichsten Befürworter von Sanktionen des Westens gegen ihr Land. Das scheint sich zu ändern. Im Frühjahr 2009 begann US-Außenministerin Hillary Clinton unter Präsident Obama öffentlich darüber nachzudenken, ob die bisherige Isolation Myanmars durch den Westen nicht in eine Sackgasse geführt habe. Von einer möglichen neuen Politik des Dialogs, des Engagements wurde gesprochen. Doch ausgerechnet dann verurteilte die Militärjunta Aung San Suu Kyi erneut zu einem weiteren Hausarrest nach einer Gerichtsverhandlung, die weltweit als eine Farce empfunden wurde. Wir waren in Myanmar zum Zeitpunkt des Prozesses. Nien Yi verkauft Taubenfutter an der Sule-Pagode in Yangon. Er ist 4 Jahre alt und er muss sein Zubrot verdienen für die Familie. Die Menschen in Myanmar leiden unter der Misswirtschaft der Militärjunta, aber auch unter den Sanktionen, die der Westen gegen den Paria-Staat verhängt hat. Die Militärs haben das Land in eisernem Griff, heimlich gefilmt, der Weg zum berüchtigten Insein-Gefängnis, wo zurzeit der Prozess gemacht wird, gegen die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Einige ihrer Anhänger warten dort. Als einer ein Protestplakat hochhält, wird er sofort verhaftet. Zum Prozessauftakt zeigte das Staatsfernsehen diese Bilder. Frau Suu Kyi ist die Tochter des Generals und Staatsgründers Aung San. Vor 19 Jahren gewann sie die letzten freien Wahlen im Land. Seitdem stand sie fast ständig unter Hausarrest. Die Militärs ignorierten die Wahl. Ihr Arrest in dieser heruntergekommenen Villa wäre bald zu Ende gewesen, als ein 53 Jahre alter US-Bürger zum Haus hinüberschwamm und über Nacht dort blieb. Zuvor machte er Fotos von sich und seinen Schwimmflossen. Das Militär benutzt den Vorfall zur Haftverlängerung. Das ist alles inszeniert, sagt Piu Piu Pint von Suu Kyis Oppositionspartei. Vielleicht, sagt sie, stand der Schwimmer im Auftrag unserer Regierung. Der Verteidiger von Frau Suu Kyi berichtet nach jedem Prozesstag im ärmlichen Parteihauptquartier. Außer ihr hat die Partei keine Führungsfigur mit Charisma. Ob sich die Opposition an den für 2010 vorgesehenen Wahlen beteiligt, wenn Suu Kyi in Haft bleibt, ist zweifelhaft. Es ist unmöglich, sagt sie, uns an einer Wahl zu beteiligen, solange wir eine falsche Verfassung haben und solange es politische Gefangene gibt. 60 Meter lang ist der Buddha der Chaukthet-Gi-Pagode in Yangon. Der Buddhismus ist die einzige große zivile Kraft im frommen Myanmar. Rund um die Pagode liegen über 100 Klöster. Dies war das Zentrum des Mönchsaufstandes im September 2007. Damals stürmte das Militär die Klostergebäude. Die Mönche, mit denen wir heimlich sprechen können, sorgen sich in erster Linie um die wirtschaftliche Not der Menschen. Die Regierung muss weg, sagen sie, aber der Westen soll seine Sanktionen aufheben. Die treffen nur die Armen, nicht die Generäle. Suu Kyis Partei dagegen begrüßt die Sanktionen. Mönche und politische Opposition bilden keine einheitliche Front. Wenig Hoffnung für den kleinen Yini. Das Militär sitzt fest im Sattel. Der Prozess gegen Suu Kyi hat die Masse der Bevölkerung nicht mobilisiert und die Mönche wagen derzeit keinen neuen Aufstand. Aung San Suu Kyi bleibt unter Hausarrest. Dennoch scheint die große Aufmerksamkeit, die ihr Prozess weltweit erregt hat, einiges in Gang gebracht zu haben. Im Spätherbst 2009 reiste eine hochrangige amerikanische Delegation zu Gesprächen mit den Militärs nach Myanmar.
Der erste ausführliche Kontakt der USA mit der Junta seit 10 Jahren. Noch bleiben die Sanktionen in Kraft, aber der Besuch signalisiert, dass die Obama-Regierung nach neuen Wegen im Umgang mit der Diktatur sucht. Das ist natürlich auch Realpolitik, Weltmachtpolitik. China ist ein großer Freund der Generäle. Die USA wollen es nicht dulden, dass Myanmar ausschließlich unter chinesischen Einfluss gerät. Auch gibt es Sorgen, dass Myanmars Militärs sich mit Hilfe Nordkoreas Nuklearwaffen verschaffen wollen. Darum will Washington Gesprächskanäle mit der Junta offen halten. Überraschend durfte Aung San Suu Kyi ihren Hausarrest verlassen und die US-Delegation treffen. Später hieß es aus Oppositionskreisen, Frau Suu Kyi sei bereit, für die Aufhebung von Sanktionen gegen Myanmar einzutreten. Sie brauche dazu aber mehr Informationen, mehr Kontakte zur Außenwelt. Vielleicht sind dies erste Anzeichen für eine Aufweichung der seit 2 Jahrzehnten verhärteten Fronten. Was aus all dem wird, ist vorerst noch nicht abzusehen. Myanmar bleibt ein politisch rätselhaftes Land, in dem sich die Generäle eine funkelnagelneue Hauptstadt leisten und ihre Bevölkerung weiter in Armut und Angst halten. Wir erzählen die Geschichte von den 2 Pagoden. Die Schwedagon-Pagode in Yangon ist der heiligste Ort von Myanmar. 2500 Jahre alt, überzogen mit 60 Tonnen purem Gold. Jährlich kommen Zehntausende von Pilgern. Der Tempelkomplex ist ein religiöses Monument, aber er verkörpert auch die Geschichte und die Essenz des Lebens in Myanmar. Die Schwedagon-Pagode war das Zentrum des Aufstandes der Mönche im Jahr 2007. Er wurde blutig niedergeschlagen. Viele Mönche sind noch in Haft. Man hat uns erlaubt, in einem der typischen Wohnblocks von Yangon zu filmen. Am Morgen sind hier Mönche unterwegs auf ihrem Bittgang. Die Safranrevolution, so benannt nach der Farbe der Mönchsroben, richtete sich gegen die miserablen Lebensbedingungen der Menschen in Myanmar, gegen Armut und Unterentwicklung. Durch die Bittgänge weiß man in den Klöstern sehr genau, wie es in den Städten und Dörfern aussieht. Das Land verarmt weiter, sagen die Mönche in heimlichen Gesprächen, schuld sei die Misswirtschaft der Militärregierung. Nachts gleist die Schwedagon-Pagode über einer in weiten Teilen dunklen Stadt. Frau Ten Ten Söy hilft ihrem Mann beim Betelnussverkauf. Mit Kleinhandel im Wohnviertel verdient die Familie ihren Lebensunterhalt. Der Weg zu ihrer Wohnung im 5. Stock ist dunkel. Strom gibt es nur jeden 2. Tag und auch dann nur für ein paar Stunden. 10 Personen leben in den 3 Zimmern auf 40 Quadratmetern. Sie, die beiden Kinder und die Großfamilie ihres Mannes. Was ist das größte Problem? Das meiste Geld, sagt sie, geht für Lebensmittel drauf. Und der ältere Sohn bekommt neben der Schule Privatunterricht. Er soll doch was lernen, sagt sie. Der Schwiegervater ist krank. Seine Medizin kostet Geld. Myanmars Lebensstandard liegt weit unter dem der Nachbarländer Thailand und Malaysia. Es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Dabei geht es dieser Familie mit einem Monatseinkommen von umgerechnet 60 Euro noch vergleichsweise gut. Im einzigen Bett liegt ein Kranker, ein Verwandter vom Land zum Arztbesuch in der Stadt. Alltag in Yangon. Eine Kopie der Schwedagon-Pagode leuchtet 320 Kilometer nördlich von Yangon in die Nacht. Wir sind in Naypyidaw, der neuen Hauptstadt von Myanmar. Eine Stadt vom Reißbrett. Hier sind die Straßen gut beleuchtet, aber praktisch menschenleer. Die Militärs haben die viele 1000 Quadratkilometer große Stadt aus dem Boden des trockenen Buschlandes gestampft und 2005 zur Hauptstadt erklärt. Nur heimlich filmen können wir den Präsidentenpalast und das pompöse Parlament. Für 2010 sind Wahlen versprochen. Hier werden die Abgeordneten tagen. Kilometerweit auseinander liegen die Ministerien verteilt. Im Busch nur deren Angestellte dürfen ins Regierungsviertel. Die Weitläufigkeit der Stadt, sagen Kritiker, dient der Sicherheit des Regimes. Wie sollte sich hier ein Volksaufstand entfalten? Das Planungsprinzip von Naypyidaw ist kontrollierbare Ordnung durch Leere. Arbeiterinnen polieren den Marmor. Die Anlage ist eine bewusste und äußerlich getreue Kopie der Schwedagon-Pagode in Yangon.
aber ohne die verwinkelten und verwirrend lebendigen Nebengebäude. Und anders als das Original ist dieser Bau innen hohl. Nur wenige Mönche sind zu sehen in der Pracht des Innenraums. Myanmars Generäle verstehen sich als fromme Buddhisten. Mit einem solchen Werk wollen sie Verdienst fürs nächste Leben erwerben und sich selbst ein Denkmal setzen. Der Bau von Pagoden galt in Myanmars Geschichte als Großtat der jeweiligen Könige. In dieser Tradition sehen sich die Militärs. Mit dem Pagodenbau buhlen die Machthaber um die Gunst der frommen Menschen im Land, ein Buddhismus des Machterhalts. Von der Pagode kann man einen Blick erhaschen auf den Golfplatz der Generäle. Er liegt im militärischen Teil der Stadt, der ist für gewöhnliche Bürger tabu. Die Führer des Landes leben in einer künstlichen Welt, die wenig zu tun hat mit den Realitäten des Lebens in Myanmar. Zurück in Yangon mit seinen uralten Pagoden und den verfallenden Fassaden. Am Morgen in unserem Wohnviertel, wo der Austräger die Trinkwassercontainer in die Wohnungen hinaufbringt. Das Leitungswasser ist ungenießbar. Trinkwasser muss eigens gekauft werden. Unsere Familie ist nicht da. Stattdessen kommt der Blockwart, um unsere Drehgenehmigung zu kontrollieren. Unser Dolmetscher und selbst der von der Regierung gestellte Aufpasser haben sichtlich Angst. Unsere Papiere sind in Ordnung, aber Frau Tentensö will nicht mehr mit uns reden. Nachbarn und Verwandte, so erfahren wir nach und nach, haben sie gewarnt, sich mit Ausländern einzulassen. Das sei doch zu gefährlich. Angst vor der Regierung, Angst aufzufallen, das ist Teil des Lebens der Menschen in Myanmar. Auch in den Klöstern rund um die Schwedagon-Pagode herrscht Angst. Ein erneuter Aufstand erscheint unwahrscheinlich. So eine Ratte wie diese kostet auf dem lokalen Rattenmarkt am Mekong ungefähr 20 Euro-Cents. Daraus wird dann ein Braten. Wir stellen vor, die Rattenfänger von Kambodscha. Es steht in der Bibel, dass man dieses Fleisch nicht essen darf. Ratte. Doch Köchin Chantun kennt die Bibel nicht, hat keinerlei Vorbehalte gegen das Nagerfleisch. Durchgebraten muss es sein, sagt sie. 2-3 Minuten reichen. Hochwasser am Mekong. Zur Regenzeit, so hatte man uns in Phnom Penh erzählt, liegen jenseits des großen Stroms ertragreiche Jagdgründe für Rattenfänger. Wir lassen uns mit abenteuerlicher Fähre hinübersetzen. Der mächtige Mekong setzt von Mai bis Oktober in Kambodscha riesige Landflächen unter Wasser. Im alljährlichen Land unter kommt man nur über einen schmalen Damm ins Dorf der Rattenjäger. Prek Meng heißt die kleine Siedlung. 500 Menschen leben hier. Sie leben in dieser Wasserwelt von Fischerei und Rattenfang. Kann sein, dass Rattenfleisch Bakterien enthält, sagt die Dorfärztin, aber mir ist noch kein Krankheitsfall untergekommen. Ausfahrt mit den Rattenjägern. Don ist 15 Jahre alt, die Rattenjagd ist Sache der Heranwachsenden. Auf schmalen Booten staken sie durchs verfilzte Gestrüpp der versunkenen Büsche. Zur Trockenzeit ist dies Garten- und Ackerland, nur bei Hochwasser ist Jagdsaison. Die Ratten bauen ihre Nester in die Büsche. Danach stechen die Jungs mit ihren dreizackbewehrten Stangen. Die Jagd ist halb Sport, halb Beitrag zum Lebensunterhalt. Don bessert damit die Familienkasse auf. Jubel über jede Beute. Jagdfieber, da schwimmt eine, lasst sie nicht entkommen. Don späht unter die Büsche. Ein paar Meter weiter hat ein anderes Boot mehr Jagdglück. Ja, nicht ganz einfach, sagt er, aber so schwer nun auch nicht. Wir alle machen das, bringt Spaß.
Die Ratten in dieser wässrigen Welt fressen hauptsächlich Baumrinde, saubere Kost. Darum sind sie so begehrt. Das halbe Dorf wartet auf die Rückkehr der Jäger. Stolz bringen Don und die anderen ihre Beute an Land. Sie bedeutet nach lokalen Maßstäben gutes Geld. Die Rattenpreise haben seit einiger Zeit angezogen. Die Nachfrage ist groß, auch weil anderes Fleisch noch teurer ist. Spätestens beim Ausnehmen der Jagdbeute wird dem Reporter durchaus mulmig. Wie weit geht die Chronistenpflicht? Muss er dies wirklich essen? Don müsste eigentlich zur Schule gehen, aber da war er schon seit 2 Jahren nicht mehr. Er muss arbeiten für die Familie. Wo hat er das Rattenhäuten gelernt? Von anderen abgeguckt, sagt er. In Kambodscha, wie in ganz Südostasien, werden Ratten in allen Gesellschaftsschichten gegessen. Aber nicht jeder Kambodschaner tut es. Ich nicht, sagt Frau Heng, die Dorfärztin, die eigentlich Krankenschwester ist. Am nächsten Tag fahren wir noch einmal über den Mekong. Im Marktflecken Korea soll es ein gutes Rattenrestaurant geben. Der Reporter hat in der Bibel nachgeschaut. Levitikus 11,29 verbietet zu essen, was am Boden kreucht, Wiesel und Maus. Don wartet auf dem Markt auf Kundschaft für seine Schüssel voller Rattenfleisch. Köchin Chantun kennt als Buddhistin keine biblischen Speisevorschriften. Gehäutet kostet 1 Kilo, umgerechnet etwa 1 Euro. Die Dorfstraße ist ein Meer von Schlamm und der Reporter fragt sich bang und bänger, soll ich das wirklich selbst probieren? Rattenfleisch? Die Menschen hier haben nicht den tief verwurzelten kulturellen Abscheu gegen Ratten, die Bringer der Pest. Mit Curry, Zucker, Glutamat und rot färbendem Rindenextrakt hat Frau Chan gewürzt, die Gäste warten schon. Der Distriktchef aus dem Landwirtschaftsministerium in Phnom Penh hat eingeladen. Der große Auflauf hielt er dem Fernsehteam und der Frage, werden die Fremden wirklich unsere Ratten essen? Es ist angerichtet, in handliche Stücke gehackt, so isst man Fleisch in Asien. In Presseberichten hält sich hartnäckig das Gerücht, Kambodschaner essen Ratten, weil sie das während der Schreckens- und Hungerzeit der Roten Khmer gelernt hätten. Das ist falsch. Wir essen Ratten, wenn das Land unter Wasser steht, sagt er. Dann leben die Tiere in den Bäumen, nicht am Boden und sie sind sauber. Zur Zeit der Roten Khmer wurden vielleicht mehr Ratten gegessen als sonst, weil es kein anderes Fleisch gab. Aber das Rattenessen hat eine lange Tradition, sagt er. Das gab es immer. Aber nur zur Saison. Stadt- oder Dorfratten würden wir nie essen. Frage also, wie schmeckt denn nun Ratte? Kann man das mit irgendwas vergleichen? Gibt's nur eine Antwort, schmeckt wie Ratte. Kambodscha exportiert täglich 1 Tonne Rattenfleisch nach Vietnam. Selbst auf den katholischen Philippinen isst man Ratten aus den gefluteten Reisfeldern. In Indien, wo man das auch tut, schlug ein Minister vor, internationale Hotels sollten Ratte auf ihre Speisekarte setzen. Die Reaktion war verhalten. Im Wettlauf um den Titel Weltkapitale des Verkehrschaos ist Bangkok weit zurückgefallen. Mein Tipp für Asien heute, Jakarta. Und Indonesiens Hauptstadt beweist, wer im Chaos überleben will, muss kreativ sein. Die Rush Hour in Indonesiens 10-Millionen-Metropole ist ein werktäglicher Wahnsinn. Dem begegnen die Menschen mit ausgefallenen Methoden. Zeitnot macht erfinderisch. Eine Hauptrolle dabei spielt das Moped. Zum Bersten überfüllte Vorortzüge an der Station Sudirman. Sie bringen die Büroangestellten ins Verwaltungszentrum von Jakarta. Vorm Bahnhof lauern schon die Ojek-Fahrer auf Kundschaft. Ojek, das Moped-Taxi, ist inzwischen ein Wahrzeichen des modernen Jakarta.
Die OJEC bedienen den Nahverkehr in der Innenstadt von 500 Metern bis 2 oder 3 Kilometern. Fahrpreis zwischen umgerechnet 30 Euro Cent bis 1,5 Euro, Verhandlungssache. Suleika May fährt jeden Tag mit dem Zug hierher und steigt aufs Moped um auf dem Weg zu ihrem Büro bei einer Verwaltungsgesellschaft. Autotaxis stecken im Stau, das OJEC schlängelt sich hindurch. Die auf einer Sonderspur verkehrenden Busse sind nicht so flexibel. Das OJEC fährt Suleika bis zum Eingang ihres Bürohauses. Nach dem Motto, nur fliegen ist schneller, starten jeden Morgen die Lufttaxis für Manager im vornehmen Wohnviertel in Jakartas Südwesten. Ich fliege immer mit dem Hubschrauber ins Büro, sagt Samuel Taher. Nur so kann ich meine Termine präzise planen. Er ist Direktor eines Medienunternehmens, das gehört zum indonesischen Weltkonzern Lippo. Der betreibt auch die Hubschraubertaxis. Kosten pro Flugstunde umgerechnet 1.000 Euro. Die Geschäftsgespräche beginnen schon im Flug. Ganze 7 Minuten dauert die Reise über die Vororte der wuchernden Riesenstadt hinein ins Zentrum mit seinen Wolkenkratzern. Mit dem Auto würde es mindestens eine Stunde dauern, meist 2 oder 3. Auch Dodi Husna nutzt die Anreise ins Büro für die Arbeit, schreibt SMS-Nachrichten an die Kundschaft. Dodi ist Produzent von Werbespots fürs Fernsehen. Vor 7 Jahren hat er sein Auto verkauft und ein Motorrad angeschafft, samt Fahrer. Jetzt lässt er sich täglich von zu Hause abholen und ins Büro bringen. Der Fahrer verdient dafür umgerechnet rund 40 Euro im Monat plus Verpflegung. Das gilt als gutes Gehalt. Die Masse der Einwohner von Jakarta ist arm, eine nahezu unerschöpfliche Quelle billiger Arbeitskräfte, auch für den Moped-Transport. Eine Viertelstunde ist Dodi in der Hitze des Morgens unterwegs. Mit dem Auto brauchte er früher eine Stunde. Die Entscheidung fürs Motorrad war die beste meines Geschäftslebens, sagt er, nie wieder Auto. Über den Staus auf den Einfallstraßen schweben inzwischen die Herren Manager Richtung Arbeitsplatz im Wolkenkratzer. Könnten nicht mehr Menschen den Hubschrauber nutzen, haben wir ironisch gefragt. Das ist vorerst eine Sache des Preises, hat man uns ebenso ironisch geantwortet. Vom Dach des Bürohauses geht's mit dem Lift gleich ins Büro. Am späteren Vormittag, die schlimmste Rush-Hour ist vorbei, ruhen die OJEC-Fahrer an ihrer Station am Sudirman-Bahnhof aus, warten auf Laufkundschaft. Ein Holzverschlag dient als Kaufladen für Snacks und Zigaretten, leben in Jakarta. Die meisten Fahrer sind Besitzer ihrer Mopeds. Sie nehmen umgerechnet 4 bis 5 Euro pro Tag ein. Gut 1,5 Euro davon gehen für Benzin drauf. Dafür arbeite ich 12 Stunden am Tag, sagt Ferry Ahmad. Er ist 31, seit 15 Jahren OJEC-Fahrer. Wenn am Nachmittag die Kinder aus den Schulen kommen, haben die OJEC-Fahrer ihr nächstes Hauptgeschäft. Viele Eltern lassen ihre Sprösslinge von OJEC-Fahrern abholen. Man vertraut ihnen und sie kennen ihre kleinen Stammkunden. Und davon passen die eine ganze Menge auf ein einzelnes Moped. Nachmittags um 4 beginnt die Stoßzeit des Heimfahrverkehrs. Das ist die Stunde für den 12-jährigen Miti. Zur Rush-Hour dürfen nur Autos auf die Ausfallstraßen, die mindestens 2 Passagiere haben. Midi ist ein Jockey. 10.000 Rupien mache ich mindestens pro Tag, 70 Euro Cent, manchmal auch viel mehr, sagt er. Jockeys wie Midi bieten sich als Passagiere an, damit umgehen die Fahrer das Einzelfahrverbot. Mit dem Bus kommt Midi danach wieder zurück und sucht den nächsten Kunden. Er verdient Geld für seine Schulausbildung. Hat er keine Angst vor den vielen Fremden? Nein, sagt er, er will Abitur machen. Leben in Jakarta, der Stadt gewaltiger Kontraste und des alltäglichen Verkehrschaos. Die Menschen improvisieren sich hindurch und Jockey Midi findet darin seine kleine Chance.
Weltweite Schlagzeilen macht Indonesien immer wieder mit gewaltigen Naturkatastrophen. An Weihnachten 2004 forderte der große Tsunami am Indischen Ozean mehrere hunderttausend Todesopfer. Am stärksten betroffen war die indonesische Insel Sumatra. Seither gab es immer wieder schwere Erdbeben im Land und im September 2009 traf es die Stadt Padang. Mehr als 1000 Menschen starben unter den Trümmern ihrer Häuser. Die Erde bebt. Am späten Nachmittag wird die Stadt Padang von Erdstößen geschüttelt. Panik bricht aus. Padang liegt am Meer, gilt als höchst tsunami-gefährdet. Die Welle bleibt aus, aber die Zerstörungen sind gewaltig. Dann bricht die Nacht herein. Organisierte Hilfe gibt es nicht. Mit bloßen Händen suchen Menschen nach ihren Angehörigen unter den Trümmern. Am nächsten Morgen, Soldaten bergen die Toten. Es war ein ungewöhnlich langes Beben. Augenzeugen berichten von 3 bis 5 Minuten. Das erklärt das Ausmaß der Zerstörung, auch an modernen Betonbauten. Hier haben wir 12 Menschen gefunden, sagt der Soldat. 2 Verletzte, die anderen waren tot. Ein Mann liegt eingeklemmt unter Stahlträgern. Wieder bricht die Nacht herein. Aus einem Hotel wird ein Tourist geborgen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Verletzte unter den Trümmern verbluten, ehe Helfer zu ihnen gelangen. 40 Stunden nach dem Beben gibt es noch immer zu wenig schweres Räumgerät. Es gibt Erfolge an diesem Tag, aber zu selten. Sari, eine 21-jährige Studentin, hat einen Tag und 2 Nächte unter den Trümmern gelegen. Sie lebt. Neben ihr lag noch eine andere Frau, dort ihr Mann, wartet bangend und hoffend. In der Nacht nach dem Beben habe ich sie unter den Trümmern rufen gehört. Ich habe ihre Stimme erkannt, sagt er. Seine Hoffnung wird später erfüllt. Sie lebt. Furchtbar, die Ungewissheit. Wo ist meine Frau, mein Kind? Für viele wird die Furcht zur Gewissheit. Ein Vater findet seinen toten Sohn. Immer wieder die Klage, warum brauchen die Retter so lange? Viele der Toten sind Opfer der Armut ihres Landes, das Hilfe nicht schnell genug mobilisieren kann. In Padang blieb diesmal der Tsunami aus, aber diese Stadt gehört zu den wohl am stärksten von Tsunamis bedrohten Orten auf der ganzen Welt. Mein Kollege Philipp Abrisch berichtet. Sie leben noch, das ist das Wichtigste. Die vielen Verletzten, hier finden sie Zuflucht im Zentralkrankenhaus von Padang. In Zelten werden sie behandelt von Ärzten und Schwestern, umsorgt von ihren Angehörigen. Einige Schritte weiter vor der Notaufnahme, eine Tote kehrt zurück nach Haus. Ihre Familie und die Nachbarn holen den Leichnam heim, die Frau, eine von hunderten Toten in Padang. Das ist wirklich tragisch. Sie war in der Küche, als die Erde bebte. Das schwere Küchenregal ist umgestürzt und hat sie erschlagen. Padang in Trümmern. In manchen Ecken sind ganze Straßenzüge eingestürzt. Und nun beginnt hier auch die Suche nach den Gründen für die Katastrophe. Viele Häuser, gerade die großen öffentlichen Gebäude, wurden häufig zu schnell hochgezogen. Die Leichtbauweise hält einem Beben nicht stand. Besuch bei Familie Nisa. Sie sind glimpflich davongekommen. Die Jüngste hat sich nur ein Bein gebrochen auf der Flucht vor dem Beben. Die Großmutter aber schimpft auf die Regierung wegen der chaotischen Rettungsarbeiten und der Gedankenlosigkeit der Regierung. Wir leben doch mit den Erdbeben und jeden Tag kann ein Tsunami kommen, sagt sie. Aber die Regierung hat nichts gelernt. Sie hat die Gefahr für die Menschen jahrelang ignoriert. In Zukunft darf sie nicht nur reden, sie muss endlich auch was für uns tun. Erdbeben und Tsunami, eine lebensbedrohende Mischung. Padang aus der Luft, der Blick lässt erahnen, wie gefährdet die Menschen hier sind. Gleich hinter dem Strand stehen die ersten Hütten. Ein Deich, der die Wassermassen stoppen könnte, wurde bis heute nicht gebaut. Dabei hat Padang möglicherweise das Schlimmste noch vor sich. Besuch bei Thorsten Schlurmann von der Universität Hannover. Der Wissenschaftler erstellt Unglücksszenarien, ausgerechnet für Padang, die Stadt, die auf 2 Bruchstellen 2 Erdplatten liegt. In einem Kanal, fast einen halben Kilometer lang, untersucht Schlurmann Tsunamiwellen, ihre Entstehung und die Wucht, die sie entfalten. Unsere Berechnungsmodelle sagen voraus, dass wir mit 8 bis 10 Meter Wellen im Worst Case zu rechnen hätten. Das Beben von letzter Woche löste keinen Tsunami aus. Das Epizentrum lag zu nah an der Küste. Ein Erdstoß weiter südlich aber bei den rot markierten Punkten hätte verheerende Folgen.
dargestellt. Die Katastrophe in einer Computersimulation. Die Welle würde den Küstenstreifen voll treffen. Die armen Viertel gleich am Strand wären die ersten Opfer. Bis zu 100.000 Menschen könnten sterben, je nachdem, wann die Monsterwelle kommt. Am schlimmsten wären die Folgen an einem Freitagmorgen während des Moscheebesuchs. Dabei gäbe es Abhilfe. Vito Conco fordert, endlich Schutzräume einzurichten. Wir sollten am Küstenstreifen ein verstreutes Netzwerk aus Tsunami-Schutzgebäuden bauen. Denn dort ist Padang sehr flach und es leben viele Menschen auf engem Raum. Die Bewohner, die dort leben, müssen bei einem Tsunami schnell diese Gebäude aufsuchen können. Schutzräume statt Trümmerhaufen. Das Hotel Ambachang im Zentrum Padangs. Ein alter Kolonialbau mitten im Erdbebengebiet, kurzerhand um ein paar Etagen aufgestockt. Und vielleicht auch deshalb nun zusammengestürzt. Ein Schweizer Rettungsteam geht in den Trümmerberg. Es gibt Gerüchte über noch Lebende, man habe Stimmen gehört und Klopfgeräusche. Die Schweizer haben Hoffnung, noch helfen zu können. Sicher, unsere Erfahrung sagt, es geht noch ein paar Tage. Noch einige Tage, da kann man noch Lebende finden. Die Schweizer Suchhunde, sie schlagen tatsächlich an. Doch dann ziehen überraschend indonesische Kräfte auf mit eigenem deutschen Schäferhund. In den Trümmern, so der Eindruck, suchen sie auch etwas anderes. Publicity. Statt umgehender Hilfe, Schnappschüsse im Schutt, das passt irgendwie ins Bild. Ich muss ein Geständnis machen. Wir sind hierher gereist auf die brüllend heiße Insel Komodo in Indonesien, weil ich mir einen ganz persönlichen Jugendtraum erfüllen wollte. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich ein Kinderbuch geschenkt bekommen über die letzten Drachen dieser Erde. Ich wollte ihn einmal persönlich selber aus der Nähe sehen, den großen, gefährlichen Komodo-Waran. Wie eine Filmkulisse für Jurassic Park. Die Landschaft von Komodo Island, tief im Osten der indonesischen Inselwelt, sieht schon so aus, als müsse man hier etwas Unheimliches erwarten. Das Baden an diesem Strand ist nicht zu empfehlen. Schon der Erkundungsgang mit Wächtern des Komodo-Nationalparks ist nicht ganz geheuer. Es sind Drachen im Gelände. Und man sieht sie nicht sofort im tiefen Gras. Eine tote Ziege haben die Ranger in den Baum gehängt. Der Blutgeruch lockt die Riesenechsen an. So kann man zählen, wie viele im jeweiligen Gelände leben. Vincent Lati ist der Chef der Drachenhüter im Nationalpark. Mimi Nawawi arbeitet hier als Entwicklungshelferin. Der Waran ist keine 10 Meter von uns entfernt und er interessiert sich vorerst nicht für die Ziege, sondern für uns. Die Ranger drängen ihn ab, sein Biss ist fast immer tödlich. Es liegt eine Spannung in der Luft, gemischt aus Furcht und Ekel, als mehr und mehr Echsen sich auf die tote Ziege stürzen. Ich sehe das ziemlich oft, sagt Mimi Nawawi, immer wieder furchtbar unappetitlich. It doesn't make less gross, as often, more often you see it. Der Komodo-Waran ist die größte Echse der Welt, bis zu 3 Meter lang. Er lebt nur hier auf Komodo und einigen umliegenden Inseln. Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Riesenwaran nur hier vorkommt, sagt der Ranger. Immer noch ein Rätsel. Still a mystery. Yes, mystery. Do you still like them? Ob ich diese Tiere mag? Nein, sagt er, wirklich nicht. Wir alle blicken auch ständig hinter uns. Von dort kommt noch einer. Der Biss des Warans ist giftig, vor allem aber sind ihre Zähne von faulendem Fleisch derart Bakterien verseucht, dass von ihnen zugefügte Wunden nur ganz selten heilen. Das war
Es gibt Unfälle, sagt Vincent Latti. Er meint damit Varan-Attacken auf Menschen. Aber, sagt er, nicht mehr als früher schon. Es sind eben wilde Tiere, wie andere auch. Wir fahren hinüber zum Kampung Komodo. Im Dorf leben 1200 Menschen, weit weniger als die 1700 Drachen, die es auf der Insel gibt. Ein Jahr vor unserem Besuch war ein 7 Jahre alter Junge von einem Komodo-Drachen zerfleischt worden. Aber von Angst spürt man nichts im Dorf. Mimi Nawawi, die Entwicklungshelferin aus der Hauptstadt Jakarta, will dem Dorf neue Einkommensquellen verschaffen durch Tourismus. Der Fischer Abdulrahman Bakri verdient ein Zubrot mit dem Verkauf von geschnitzten Komodo-Drachen an Besucher des Nationalparks. Bisweilen kommen die Drachen ins Dorf, dann flüchtet alles in die Häuser. Doch die meisten Unfälle passieren draußen im Grasland. Wir treffen einen jungen Mann, der den Biss des Drachens überlebt hat. Ich war damals noch in der Grundschule, sagt er. Beim Spielen bin ich auf den Varan getreten, er lag im Gras. Zum Glück halten die Bisse. Auf Komodo und einigen umliegenden Inseln gibt es noch 4000 dieser Tiere. Sie stehen unter Naturschutz. Die Ranger machen sich einen Spaß daraus, den Drachen möglichst nahe zu kommen, sie mit einem blutigen Köder hin und her zu locken. Wenn der Drache angreift, rennen sie weg. Ein durchschnittlicher Komodo-Drache wiegt 70 Kilo, aber er kann sich bei einem einzigen Raub noch einmal 70 Kilo anfressen. Die Dorfkinder halten Abstand, aber grundsätzlich nehmen die Bewohner von Komodo die Drachengefahr eher leicht. Zu leicht, sagt Mimi, die Frau aus der Großstadt Jakarta. Aber sie leben eben mit ihnen, sagt sie. Komodo-Drachen gelten als gefährdete Art. Ihre Hauptnahrung sind wildlebende Hirsche, doch deren Zahl wurde von Wilderern dezimiert. Seither stehlen die Drachen vermehrt Ziegen aus dem Dorf. Mensch und Tier kommen sich gefährlich nahe in dieser urweltlichen Landschaft Indonesiens. Überall zwischen den teils 1000 Jahre alten Pagoden bieten Einheimische ihre Lackwaren an. Eine bescheidene, aber nicht unerhebliche Einnahmequelle für die Bevölkerung. Auch die Besitzer der Pferdewagen dort leben ausschließlich vom Tourismus. Nweni kauft die Lackdosen für umgerechnet 40 Cent und bietet sie für einen Dollar an. Vom Handel lebt ihre Familie. Seit Jahren wird in Europa und in den USA debattiert, ob Myanmar-Tourismus moralisch richtig ist oder nicht. Vor allem britische Aktivisten fordern einen totalen Tourismusboykott. Sie berufen sich auf die inhaftierte Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, die 1995 in einem Interview gesagt hatte, eine Reise ins Land bedeutet stillschweigende Duldung der Militärjunta. Die Sule-Pagode in Yangon war 2007 Schauplatz des Mönchsaufstandes gegen die Militärherrschaft. Die Fassaden der Häuser verschimmeln im Tropenklima. Myanmar ist verarmt, eines der ärmsten Länder der Welt, durch die Misswirtschaft der Militärs. Nach der Niederschlagung des Aufstandes verschärfte der Westen erneut einen Handelsboykott von Myanmar
um die Junta zu bestrafen. Die zeigt sich davon nicht beeindruckt. Ein Schiffchen bringt Opfergaben die Pagode hinauf. Die Menschen in Myanmar blieben arm. Im Gebet üben sie sich in Geduld. Der für Tourismus zuständige General zeigt sich gelassen. Unser Tourismusmotto heißt, Myanmar ist ein schönes Land. Wenn Touristen wegen Aung San Suu Kyi wegbleiben, so kann ich daran, sagt er, nichts ändern. Auf dem Großmarkt am Yangon River entfaltet sich der Alltag dieses schwierigen Landes. Auch innerhalb der Opposition in Myanmar wird debattiert, ob die Handelssanktionen nicht viel mehr die einfachen Menschen belasten als die herrschenden Militärs. Viele Textilfabriken mussten wegen des Boykotts schließen. Das brachte noch mehr Arbeitslosigkeit. Boykottkritiker verweisen auf das Beispiel Vietnam. Das ist ebenso eine Diktatur, aber wachsender Austausch und Kontakte mit dem Ausland brachten dort Öffnung und Wandel. Eine Anhängerin von Suu Kyi, obwohl generell für Boykotts, hält Myanmar-Tourismus für eine Chance. Tourismus ist eher gut, sagt sie. Touristen können Informationen zu den Menschen in Myanmar bringen. Bis zu 3 Meter lang. Er lebt nur hier auf Komodo und einigen umliegenden Inseln. Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Riesenwaran nur hier vorkommt, sagt der Ranger. Immer noch ein Rätsel. Still a mystery. Yes, mystery. Do you still like them? Ob ich diese Tiere mag? Nein, sagt er, wirklich nicht. Wir alle blicken auch ständig hinter uns. Von dort kommt noch einer. Der Biss des Warans ist giftig, vor allem aber sind ihre Zähne von faulendem Fleisch derart bakterienverseucht, dass von ihnen zugefügte Wunden nur ganz selten heilen. Es gibt Unfälle, sagt Vincent Lati. Er meint damit Waran-Attacken auf Menschen. Aber, sagt er, nicht mehr als früher schon. Es sind eben wilde Tiere, wie andere auch. Wir fahren hinüber zum Kampung Komodo. Im Dorf leben 1200 Menschen, weit weniger als die 1700 Drachen, die es auf der Insel gibt. Ein Jahr vor unserem Besuch war ein 7 Jahre alter Junge von einem Komodo-Drachen zerfleischt worden. Aber von Angst spürt man nichts im Dorf. Mimi Nawawi, die Entwicklungshelferin aus der Hauptstadt Jakarta, will dem Dorf neue Einkommensquellen verschaffen durch Tourismus. Der Fischer Abdulrahman Bakri verdient ein Zubrot mit dem Verkauf von geschnitzten Komodo-Drachen an Besucher des Nationalparks. Bisweilen kommen die Drachen ins Dorf, dann flüchtet alles in die Häuser. Doch die meisten Unfälle passieren draußen im Grasland. Wir treffen einen jungen Mann, der den Biss des Drachens überlebt hat. Ich war damals noch in der Grundschule, sagt er. Beim Spielen bin ich auf den Waran getreten, er lag im Gras. Zum Glück heilten die Bisse. Auf Komodo und einigen umliegenden Inseln gibt es noch 4000 dieser Tiere. Sie stehen unter Naturschutz. Die Ranger machen sich einen Spaß daraus, den Drachen möglichst nahe zu kommen, sie mit einem blutigen Köder hin und her zu locken. Wenn der Drache angreift, rennen sie weg. Ein durchschnittlicher Komodo-Drache richten hält sich hartnäckig das Gerücht, Kambodschaner essen Ratten, weil sie das während der Schreckens- und Hungerzeit der Roten Khmer gelernt hätten. Das ist falsch. Wir essen Ratten, wenn das Land unter Wasser steht, sagt er. Dann leben die Tiere in den Bäumen, nicht am Boden, und sie sind sauber.
Zur Zeit der Roten Khmer wurden vielleicht mehr Ratten gegessen als sonst, weil es kein anderes Fleisch gab. Aber das Rattenessen hat eine lange Tradition, sagt er. Das gab es immer. Aber nur zur Saison. Stadt- oder Dorfratten würden wir nie essen. Frage also, wie schmeckt denn nun Ratte? Kann man das mit irgendwas vergleichen? Gibt es nur eine Antwort? Schmeckt wie Ratte. Kambodscha exportiert täglich eine Tonne Rattenfleisch nach Vietnam. Selbst auf den katholischen Philippinen isst man Ratten aus den gefluteten Reisfeldern. In Indien, wo man das auch tut, schlug ein Minister vor, internationale Hotels sollten Ratte auf ihre Speisekarte setzen. Die Reaktion war verhalten. Im Wettlauf um den Titel Weltkapitale des Verkehrschaos ist Bangkok weit zurückgefallen. Mein Tipp für Asien heute, Jakarta. Und Indonesiens Hauptstadt beweist, wer im Chaos überleben will, muss kreativ sein. Die Rush Hour in Indonesiens 10-Millionen-Metropole ist ein werktäglicher Wahnsinn. Dem begegnen die Menschen mit ausgefallenen Methoden. Zeitnot macht erfinderisch. Eine Hauptrolle dabei spielt das Moped. Zum Bersten überfüllte Vorortzüge an der Station Sudirman. Sie bringen die Büroangestellten ins Verwaltungszentrum von Jakarta. Vorm Bahnhof lauern schon die Ojek-Fahrer auf Kundschaft. Ojek, das Moped-Taxi, ist inzwischen ein Wahrzeichen des modernen Jakarta. Die Ojek bedienen den Nahverkehr in der Innenstadt von 500 Metern bis 2 oder 3 Kilometern. Fahrpreis zwischen umgerechnet 30 Euro Cent bis 1,5 Euro, Verhandlungssache. Suleika May fährt jeden Tag mit dem Zug hierher und steigt aufs Moped um auf dem Weg zu ihrem Büro bei einer Verwaltungsgesellschaft. Autotaxis stecken im Stau, das Ojek schlängelt sich hindurch. Die auf einer Sonderspur verkehrenden Busse sind nicht so flexibel. Das Ojek fährt Suleika bis zum Eingang ihres Bürohauses. Nach dem Motto, nur fliegen ist schneller, starten jeden Morgen die Lufttaxis für Manager im vornehmen Wohnviertel in Jakarta. Eine organisierte Hilfe gibt es nicht. Mit bloßen Händen suchen Menschen nach ihren Angehörigen unter den Trümmern. Am nächsten Morgen, Soldaten bergen die Toten. Es war ein ungewöhnlich langes Beben. Augenzeugen berichten von 3 bis 5 Minuten. Das erklärt das Ausmaß der Zerstörung auch an modernen Betonbauten. Hier haben wir 12 Menschen gefunden, sagt der Soldat. 2 Verletzte, die anderen waren tot. Ein Mann liegt eingeklemmt unter Stahlträgern. Wieder bricht die Nacht herein. Aus einem Hotel wird ein Tourist geborgen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Verletzte unter den Trümmern verbluten, ehe Helfer zu ihnen gelangen. 40 Stunden nach dem Beben gibt es noch immer zu wenig schweres Räumgerät. Es gibt Erfolge an diesem Tag, aber zu selten. Sari, eine 21-jährige Studentin, hat einen Tag und 2 Nächte unter den Trümmern gelegen. Sie lebt. Neben ihr lag noch eine andere Frau. Dort ihr Mann wartet bangend und hoffend. In der Nacht nach dem Beben habe ich sie unter den Trümmern rufen gehört. Ich habe ihre Stimme erkannt, sagt er. Seine Hoffnung wird später erfüllt. Sie lebt. Furchtbar, die Ungewissheit. Wo ist meine Frau, mein Kind? Für viele wird die Furcht zur Gewissheit. Ein Vater findet seinen toten Sohn. Immer wieder die Klage, warum brauchen die Retter so lange? Viele der Toten sind Opfer der Armut ihres Landes, das Hilfe nicht schnell genug mobilisieren kann. In Padang blieb diesmal der Tsunami aus, aber diese Stadt gehört zu den wohl am stärksten von Tsunamis bedrohten Orten auf der ganzen Welt. Mein Kollege Philipp Abrisch berichtet. Sie leben noch, das ist das Wichtigste. Die vielen Verletzten hier finden sie Zuflucht im Zentralkrankenhaus von Padang. In Zelten werden sie behandelt von Ärzten und Schwestern, umsorgt von ihren Angehörigen. Einige Schritte weiter vor der Notaufnahme, eine Tote kehrt zurück nach Haus. Ihre Familie und die Nachbarn holen den Leichnam heim. Die Frau, eine von hunderten Toten in Padang. Das ist wirklich tragisch. Sie war in der Küche, als die Erde bebte. Das schwere Küchenregal ist umgestürzt und hat sie erschlagen. Padang in Trümmern.
In manchen Ecken sind ganze Straßenzüge eingestürzt. Und nun beginnt hier auch die Suche nach den Gründen für die Katastrophe. Viele Häuser, gerade die großen öffentlichen Gebäude, wurden häufig zu schnell hochgezogen. Die Leichtbauweise hält einem Beben nicht stand. Besuch bei Familie Nisa. Sie sind glimpflich davongekommen. Die Jüngste hat sich nur ein Bein gebrochen auf der Flucht vor dem Beben. Die Großmutter aber schimpft auf die Regierung wegen der chaotischen Rettungsarbeiten und der Gedankenlosigkeit der Regierung. Wir leben doch mit den Erdbeben und jeden Tag kann ein Tsunami kommen, sagt sie. Aber die Regierung hat nichts gelernt. Sie hat die Gefahr für die Menschen jahrelang ignoriert. In Zukunft darf sie nicht nur reden, sie muss endlich auch was. Die USA wollen es nicht dulden, dass Myanmar ausschließlich unter chinesischen Einfluss gerät. Auch gibt es Sorgen, dass Myanmars Militärs sich mit Hilfe Nordkoreas Nuklearwaffen verschaffen wollen. Darum will Washington Gesprächskanäle mit der Junta offen halten. Überraschend durfte Aung San Suu Kyi ihren Hausarrest verlassen und die US-Delegation treffen. Später hieß es aus Oppositionskreisen, Frau Suu Kyi sei bereit, für die Aufhebung von Sanktionen gegen Myanmar einzutreten. Sie brauche dazu aber mehr Informationen, mehr Kontakte zur Außenwelt. Vielleicht sind dies erste Anzeichen für eine Aufweichung der seit zwei Jahrzehnten verhärteten Fronten. Was aus all dem wird, ist vorerst noch nicht abzusehen. Myanmar bleibt ein politisch rätselhaftes Land, in dem sich die Generäle eine funkelnagelneue Hauptstadt leisten und ihre Bevölkerung weiter in Armut und Angst halten. Wir erzählen die Geschichte von den zwei Pagoden. Die Schwedagon-Pagode in Yangon ist der heiligste Ort von Myanmar. 2500 Jahre alt, überzogen mit 60 Tonnen purem Gold. Jährlich kommen Zehntausende von Pilgern. Der Tempelkomplex ist ein religiöses Monument, aber er verkörpert auch die Geschichte und die Essenz des Lebens in Myanmar. Die Schwedagon-Pagode war das Zentrum des Aufstandes der Mönche im Jahr 2007. Er wurde blutig niedergeschlagen. Viele Mönche sind noch in Haft. Man hat uns erlaubt, in einem der typischen Wohnblocks von Yangon zu filmen. Am Morgen sind hier Mönche unterwegs auf ihrem Bittgang. Die Safranrevolution, so benannt nach der Farbe der Mönchsroben, richtete sich gegen die miserablen Lebensbedingungen der Menschen in Myanmar, gegen Armut und Unterentwicklung. Durch die Bittgänge weiß man in den Klöstern sehr genau, wie es in den Städten und Dörfern aussieht. Das Land verarmt weiter, sagen die Mönche in heimlichen Gesprächen, schuld sei die Misswirtschaft der Militärregierung. Nachts gleist die Schwedagon-Pagode über einer in weiten Teilen dunklen Stadt. Frau Ten Ten Sö hilft ihrem Mann beim Betelnussverkauf. Mit Kleinhandel im Wohnviertel verdient die Familie ihren Lebensunterhalt. Der Weg zu ihrer Wohnung im fünften Stock ist dunkel. Strom gibt es nur jeden zweiten Tag und auch dann nur für ein paar Stunden. 10 Personen leben in den 3 Zimmern auf 40 Quadratmetern. Sie, die beiden Kinder und die Großfamilie ihres Mannes. Was ist das größte Problem? Das meiste Geld, sagt sie, geht für Lebensmittel drauf. Und der ältere Sohn bekommt neben der Schule Privatunterricht. Er soll doch was lernen, sagt sie. Der Schwiegervater ist krank. Seine Medizin kostet Geld. Myanmars Lebensstandard liegt weit unter dem der Nachbarländer Thailand und Malaysia. Es gehört zu unterwegs auf ihrem Bittgang. Die Safranrevolution, so benannt nach der Farbe der Mönchsroben, richtete sich gegen die miserablen Lebensbedingungen der Menschen in Myanmar, gegen Armut und Unterentwicklung. Durch die Bittgänge weiß man in den Klöstern sehr genau, wie es in den Städten und Dörfern aussieht. Das Land verarmt weiter, sagen die Mönche in heimlichen Gesprächen, schuld sei die Misswirtschaft der Militärregierung. Nachts gleist die Schwedagon-Pagode über einer in weiten Teilen dunklen Stadt. Frau Ten Ten Sö hilft ihrem Mann beim Betelnussverkauf. Mit Kleinhandel im Wohnviertel verdient die Familie ihren Lebensunterhalt. Der Weg zu ihrer Wohnung im fünften Stock ist dunkel. Strom gibt es nur jeden zweiten Tag und auch dann nur für ein paar Stunden. 10 Personen leben in den 3 Zimmern auf 40 Quadratmetern. Sie, die beiden Kinder und die Großfamilie ihres Mannes. Was ist das größte Problem? Das meiste Geld, sagt sie, geht für Lebensmittel drauf. Und der ältere Sohn bekommt neben der Schule Privatunterricht. Er soll doch was lernen, sagt sie. Der Schwiegervater ist krank. Seine Medizin kostet Geld.
Myanmars Lebensstandard liegt weit unter dem der Nachbarländer Thailand und Malaysia. Es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Dabei geht es dieser Familie mit einem Monatseinkommen von umgerechnet 60 Euro noch vergleichsweise gut. Im einzigen Bett liegt ein Kranker, ein Verwandter vom Land zum Arztbesuch in der Stadt. Alltag in Yangon. Eine Kopie der Schwedagon-Pagode leuchtet 320 Kilometer nördlich von Yangon in die Nacht. Wir sind in Naypyidaw, der neuen Hauptstadt von Myanmar. Eine Stadt vom Reißbrett. Hier sind die Straßen gut beleuchtet, aber praktisch menschenleer. Die Militärs haben die viele tausend Quadratkilometer große Stadt aus dem Boden des trockenen Buschlandes gestampft und 2005 zur Hauptstadt erklärt. Nur heimlich filmen können wir den Präsidentenpalast und das pompöse Parlament. Für 2010 sind Wahlen versprochen. Hier werden die Abgeordneten tagen. Kilometerweit auseinander liegen die Ministerien verteilt. Im Busch nur deren Angestellte dürfen ins Regierungsviertel. Die Weitläufigkeit der Stadt, sagen Kritiker, dient der Sicherheit des Regimes. Wie sollte sich hier ein Volksaufstand entfalten? Das Planungsprinzip von Naypyidaw ist kontrollierbare Ordnung durch Leere. Arbeiterinnen polieren den Marmor. Die Anlage ist eine bewusste und äußerlich getreue Kopie der Schwedagon-Pagode in Yangon. Aber ohne die verwinkelten und verwirrend lebendigen Neben. In heimlichen Gesprächen schuld sei die Misswirtschaft der Militärregierung. Nachts gleist die Schwedagon-Pagode über einer in weiten Teilen dunklen Stadt. Frau Ten Ten Sö hilft ihrem Mann beim Betelnussverkauf. Mit Kleinhandel im Wohnviertel verdient die Familie ihren Lebensunterhalt. Der Weg zu ihrer Wohnung im fünften Stock ist dunkel. Strom gibt es nur jeden zweiten Tag und auch dann nur für ein paar Stunden. 10 Personen leben in den 3 Zimmern auf 40 Quadratmetern. Sie, die beiden Kinder und die Großfamilie ihres Mannes. Was ist das größte Problem? Das meiste Geld, sagt sie, geht für Lebensmittel drauf. Und der ältere Sohn bekommt neben der Schule Privatunterricht. Er soll doch was lernen, sagt sie. Der Schwiegervater ist krank. Seine Medizin kostet Geld. Myanmars Lebensstandard liegt weit unter dem der Nachbarländer Thailand und Malaysia. Es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Dabei geht es dieser Familie mit einem Monatseinkommen von umgerechnet 60 Euro noch vergleichsweise gut. Im einzigen Bett liegt ein Kranker, ein Verwandter vom Land zum Arztbesuch in der Stadt. Alltag in Yangon. Eine Kopie der Schwedagon-Pagode leuchtet 320 Kilometer nördlich von Yangon in die Nacht. Wir sind in Naypyidaw, der neuen Hauptstadt von Myanmar. Eine Stadt vom Reißbrett. Hier sind die Straßen gut beleuchtet, aber praktisch menschenleer. Die Militärs haben die viele tausend Quadratkilometer große Stadt aus dem Boden des trockenen Buschlandes gestampft und 2005 zur Hauptstadt erklärt. Nur heimlich filmen können wir den Präsidentenpalast und das pompöse Parlament. Für 2010 sind Wahlen versprochen. Hier werden die Abgeordneten tagen. Kilometerweit auseinander liegen die Ministerien verteilt. Im Busch nur deren Angestellte dürfen ins Regierungsviertel. Die Weitläufigkeit der Stadt, sagen Kritiker, dient der Sicherheit des Regimes. Wie sollte sich hier ein Volksaufstand entfalten? Das Planungsprinzip von Naypyidaw ist kontrollierbare Ordnung durch Leere. Arbeiterinnen polieren den Marmor. Die Anlage ist eine bewusste und äußerlich getreue Kopie der Schwedagon-Pagode in Yangon. Aber ohne die verwinkelten und verwirrend lebendigen Nebengebäude. Und anders als das Original ist dieser Bau innen hohl. Nur wenige Mönche sind zu sehen in der Pracht des Innenraums. Myanmars Generäle verstehen sich als fromme Buddhisten. Mit einem solchen Werk wollen sie Verdienst fürs nächste Leben erwerben und sich selbst ein Denklackwaren an. Eine bescheidene, aber nicht unerhebliche Einnahmequelle für die Bevölkerung. Auch die Besitzer der Pferdewagen dort leben ausschließlich vom Tourismus.
Nveni kauft die Lackdosen für umgerechnet 40 Cent und bietet sie für einen Dollar an. Vom Handel lebt ihre Familie. Seit Jahren wird in Europa und in den USA debattiert, ob Myanmar-Tourismus moralisch richtig ist oder nicht. Vor allem britische Aktivisten fordern einen totalen Tourismusboykott. Sie berufen sich auf die inhaftierte Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, die 1995 in einem Interview gesagt hatte, eine Reise ins Land bedeutet stillschweigende Duldung der Militärjunta. Die Sule-Pagode in Yangon war 2007 Schauplatz des Mönchsaufstandes gegen die Militärherrschaft. Die Fassaden der Häuser verschimmeln im Tropenklima. Myanmar ist verarmt, eines der ärmsten Länder der Welt, durch die Misswirtschaft der Militärs. Nach der Niederschlagung des Aufstandes verschärfte der Westen erneut einen Handelsboykott von Myanmar, um die Junta zu bestrafen. Die zeigt sich davon nicht beeindruckt. Ein Schiffchen bringt Opfergaben die Pagode hinauf. Die Menschen in Myanmar blieben arm. Im Gebet üben sie sich in Geduld. Der für Tourismus zuständige General zeigt sich gelassen. Unser Tourismusmotto heißt, Myanmar ist ein schönes Land. Wenn Touristen wegen Aung San Suu Kyi wegbleiben, so kann ich daran, sagt er, nichts ändern. Auf dem Großmarkt am Yangon River entfaltet sich der Alltag dieses schwierigen Landes. Auch innerhalb der Opposition in Myanmar wird debattiert, ob die Handelssanktionen nicht viel mehr die einfachen Menschen belasten als die herrschenden Militärs. Viele Textilfabriken mussten wegen des Boykotts schließen. Das brachte noch mehr Arbeitslosigkeit. Boykottkritiker verweisen auf das Beispiel Vietnam. Das ist ebenso eine Diktatur, aber wachsender Austausch und Kontakte mit dem Ausland brachten dort Öffnung und Wandel. Eine Anhängerin von Suu Kyi, obwohl generell für Boykotts, hält Myanmar-Tourismus für eine Chance. Tourismus ist eher gut, sagt sie. Touristen können Informationen zu den Menschen in Myanmar bringen. Morgen. Ja, guten Morgen. Und bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sanktionen, ja oder nein? Das ist eine der zentralen Fragen im Umgang des Westens mit Myanmar. Die EU und die USA wollen damit die Generäle zur Demokratisierung zwingen und zur Freilassung von über 2000 politischen Gefangenen. Die prominenteste darunter ist Aung San Suu Kyi, die Oppositionsführerin. In den letzten 20 Jahren stand sie 14 Jahre lang unter Hausarrest. Sie war bislang eine der einflussreichsten Befürworter von Sanktionen des Westens gegen ihr Land. Das scheint sich zu ändern. Im Frühjahr 2009 begann US-Außenministerin Hillary Clinton unter Präsident Obama öffentlich darüber nachzudenken, ob die bisherige Isolation Myanmars durch den Westen nicht in eine Sackgasse geführt habe. Von einer möglichen neuen Politik des Dialogs, des Engagements wurde gesprochen. Doch ausgerechnet dann verurteilte die Militärjunta Aung San Suu Kyi erneut zu einem weiteren Hausarrest nach einer Gerichtsverhandlung, die weltweit als eine Farce empfunden wurde. Wir waren in Myanmar zum Zeitpunkt des Prozesses. Nien Yi verkauft Taubenfutter an der Sule-Pagode in Yangon. Er ist 4 Jahre alt und er muss sein Zubrot verdienen für die Familie. Die Menschen in Myanmar leiden unter der Misswirtschaft der Militärjunta, aber auch unter den Sanktionen, die der Westen gegen den Paria-Staat verhängt hat. Die Militärs haben das Land in eisernem Griff, heimlich gefilmt, der Weg zum berüchtigten Insein-Gefängnis, wo zurzeit der Prozess gemacht wird, gegen die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Einige ihrer Anhänger warten dort, als einer ein Protestplakat hochhält, wird er sofort verhaftet. Zum Prozessauftakt zeigte das Staatsfernsehen diese Bilder. Frau Suu Kyi ist die Tochter des Generals und Staatsgründers Aung San. Vor 19 Jahren gewann sie die letzten freien Wahlen im Land. Seitdem stand sie fast ständig unter Hausarrest. Die Militärs ignorierten die Wahl.
Ihr Arrest in dieser heruntergekommenen Villa wäre bald zu Ende gewesen, als ein 53 Jahre alter US-Bürger zum Haus hinüberschwamm und über Nacht dort blieb. Zuvor machte er Fotos von sich und seinen Schwimmflossen. Das Militär benutzt den Vorfall zur Haftverlängerung. Das ist alles inszeniert, sagt Piu Piu Pint von Suu Kyis Oppositionspartei. Vielleicht, sagt sie, stand der Schwimmer im Auftrag unserer Regierung. Der Verteidiger von Frau Suu Kyi berichtet nach jedem Prozesstag im ärmlichen Parteihauptquartier. Außer ihr hat die Partei keine Führungsfigur mit Charisma. Ob sich die Opposition an den für 2010 vorgesehenen Wahlen beteiligt, wenn Suu Kyi in Haft bleibt, ist zweifelhaft. Im Osten der indonesischen Inselwelt sieht schon so aus, als müsse man hier etwas Unheimliches erwarten. Das Baden an diesem Strand ist nicht zu empfehlen. Schon der Erkundungsgang mit Wächtern des Komodo-Nationalparks ist nicht ganz geheuer. Es sind Drachen im Gelände. Und man sieht sie nicht sofort im tiefen Gras. Eine tote Ziege haben die Ranger in den Baum gehängt. Der Blutgeruch lockt die Riesenechsen an. So kann man zählen, wie viele im jeweiligen Gelände leben. Vincent Lati ist der Chef der Drachenhüter im Nationalpark. Mimi Nawawi arbeitet hier als Entwicklungshelferin. Der Waran ist keine 10 Meter von uns entfernt. Und er interessiert sich vorerst nicht für die Ziege, sondern für uns. Die Ranger drängen ihn ab. Sein Biss ist fast immer tödlich. Es liegt eine Spannung in der Luft, gemischt aus Furcht und Ekel, als mehr und mehr Echsen sich auf die tote Ziege stürzen. Ich sehe das ziemlich oft, sagt Mimi Nawawi, immer wieder furchtbar unappetitlich. It doesn't make less gross, as often, more often you see it. Der Komodo-Waran ist die größte Echse der Welt, bis zu 3 Meter lang. Er lebt nur hier auf Komodo und einigen umliegenden Inseln. Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Riesenwaran nur hier vorkommt, sagt der Ranger. Immer noch ein Rätsel. Still a mystery. Yes, mystery. Do you still like them? Ob ich diese Tiere mag? Nein, sagt er, wirklich nicht. Wir alle blicken auch ständig hinter uns. Von dort kommt noch einer. Der Biss des Warans ist giftig, vor allem aber sind ihre Zähne von faulendem Fleisch derart Bakterien verseucht, dass von ihnen zugefügte Wunden nur ganz selten heilen. Es gibt Unfälle, sagt Vincent Lati. Er meint damit Waran-Attacken auf Menschen. Aber, sagt er, nicht mehr als früher schon. Es sind eben wilde Tiere, wie andere auch. Wir fahren hinüber zum Kampung Komodo. Im Dorf leben 1200 Menschen, weit weniger als die 1700 Drachen.